20 Gadgets, die euer Bikepacking-Leben vereinfachen werden. Ich habe es jetzt für euch mal hier gepackt. Ich werde auch noch einige Tipps dazugeben und am Ende gibt es noch ein Special Gadget. Also bleibt dran, viel Spaß beim Video. Übrigens, wer sich für die Taschen, die ich hier montiert habe, interessiert, da gibt es auch schon ein Video dazu. Wir haben jetzt hier heute die Cycler-Taschen. Letzte Woche kam aber beispielsweise auch ein Video zu der Racing-Serie von Restrap. Schaut euch das gerne an, falls ihr euch für solche Taschensysteme interessiert. Okay, fangen wir direkt mit Nummer 1 an. Ich habe sie hinten schon drauf gemacht, die Warnweste. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum denn eine Warnweste? Und es liegt ganz einfach daran, dass Radfahrer, die keine Warnweste tragen, von Autofahrern nicht gesehen werden können. Sie sind dann einfach unsichtbar hinter der Windschutzscheibe. Ich sehe schon wieder die Hate-Kommentare kommen. Nein, aber warum haben wir sie wirklich dabei? Und ich meine, sie ist ja zum einen wirklich in Ländern wie zum Beispiel Frankreich Pflicht. Aber manchmal ist die Sicht einfach schlecht, wenn es regnet oder so weiter. Und man fühlt sich besser mit der Warnweste. Und gerade mit diesem Gurtsystem hier finde ich es eigentlich ganz praktisch, wenn die hinten auf der Arschrakete drauf ist. Ihr könnt dann nämlich nochmal deutlich effektiver beispielsweise euren Einkauf oder auch irgendwie eine Jacke oder Klamotten oder so da einfach drunter geben. Und das hält einfach besser, als wenn ihr das normale Netz von der Tasche benutzt. Ihr könnt auch das erst in das Netz geben und dann noch die Warnweste drüber. Hält dann so einfach bombenfest. Als nächstes habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal hier die Tasse an. Absoluter Bikepacking-Klassiker. Ich habe jetzt hier eine aus Titan, kann ich auch weiterempfehlen. Ist einfach super leicht. Gerade für einen Kaffee oder mal eine kleine Suppe oder so, ist es schon ziemlich praktisch. Es kommt gerade die Sonne raus, es hätte jetzt die letzten Tage geregnet, dann beeilen wir uns jetzt mal, weil ich würde dann nämlich auch gerne noch eine kleine Runde radeln gehen heute. Gadget Nummer 3, Daunenjacke und Daunenweste. Bietet einfach viel Wärme für ein relativ kleines Packmaß. Man kann die Dinger dann auch nochmal weiter komprimieren. Packt es nicht aus, könnt ihr euch ja vorstellen, wie gesagt, einmal die Jacke, wenn es auch mal ein bisschen kühler wird oder dann im Sommer oder Herbst dann die Weste. Auch ein sehr cooles Gadget, wie ich finde, hier der Saddlebag Stabilizer. Unten für euch verlinkt, ist immer wieder ausverkauft. Checkt es gerne mal ab, kostet auch nicht viel. Man verbindet ihn einfach so mit dem Sattel und dadurch kann die Arschrakete überhaupt gar nicht mehr schwingen, was ziemlich cool ist. Und theoretisch gibt es auch hier jeweils zwei Gewindebohrungen, wo man dann auch sowas wie einen Flaschenhalter noch montieren könnte. Egal, ob ihr eine günstige oder eine teurere Arschrakete habt, das merkt man auf jeden Fall krass den Unterschied. Klar, es ist auch zusätzliches Gewicht, man muss es öfter mal nachziehen, es ist nicht perfekt. Aber wenn einem dieses Schwingen von der Arschrakete stört, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Super wichtig aus meiner Sicht, leichte Fahrradschlösser, ich habe es jetzt da hinten reingepackt. Man kann die aber auch relativ gut irgendwo außen dran machen, wenn man möchte. Am besten auch mit Zahlenschloss, kann man keinen Schlüssel verlieren und so weiter. Einmal hier diese Spange hier. Gerade wenn man zwei Fahrräder auf einmal abschließen möchte, ist hier das auch ziemlich praktisch. Und sowas passt halt auch wunderbar in die Trikottasche rein. Für unterwegs kann man immer mal mitnehmen. Absolutes Basic-Equipment muss jeder dabei haben hier. Fokus hier. Genau, ein Schlauch und ich würde auch keinen normalen billigen nehmen, sondern ruhig einen teureren Erotan oder gibt es zum Beispiel auch diese orangenen Tubolito. Gar nicht, weil die so toll zum Benutzen sind, aber das ist einfach eine Menge an Gewicht und Packmaß, was ihr damit für einen relativ günstigen Preis spart, finde ich. Checkt das gerne mal unten aus. Kauft euch da einfach einen als Backup, den ihr dann immer dabei habt. Und so spart ihr dann sowohl bei normalen Tagesausfahrten als auch beim Bikepacken einige Gramm. Insektenspray. Muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ist jetzt hier ein super kleines. Wenn man länger unterwegs ist, braucht man wahrscheinlich auch ein größeres. Achtet auf einen hohen DEET-Anteil, dann wirkt es auch. Jetzt gleich ein paar Sachen auf einmal. Zum einen hier die Netzteile. Da gibt es auch riesen Unterschiede, was die Größe und so weiter angeht. Ich habe hier ein super kleines, mit dem man die iPhones auch schnell laden kann. Das ist echt praktisch. Und dann auch hier ein Doppel-USB-Stecker und dazu passend kurze Kabel. Auch ein Must-Have für mich, die Powerbank. Ich habe sonst immer eine relativ kleine mit 10.000 mAh, habe ich unten für euch verlinkt, kann auch Quick Charge. Und jetzt habe ich mir noch diese hier gekauft. Die ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis recht gut, finde ich, von Anker. Und hat eben doppelt so viel Kapazität, wiegt so sogar weniger als zwei kleine. Spork, Göffel, wie auch immer man das nennen möchte. Einfach ein Löffel, wo man auch ein bisschen mit gabeln kann. Eine Gabel, mit der man auch ein bisschen löffeln kann. Wie auch immer. Mein Favorit ist hier der aus Titan. Titan, einfach geiles Material deswegen. Gibt aber auch aus Kunststoff. Macht auch irgendwie Sinn für mich. Habe ich auch oft zum Beispiel in der Oberrohrtasche. Beispielsweise dann bei einem kurzen Pausenstopp. Gerade da in Osteuropa. Da gibt es eigentlich nichts gekühlt außer Joghurt im Supermarkt. Und da kann man dann gleich unterwegs ein bisschen in sich reinlöffeln. Ich möchte jetzt nicht zu sehr aufs Thema Reparaturen so eingehen. Aber hier Schaltauge. Absolutes Must-Have für mich. Ich muss gestehen, manchmal habe ich auch keines dabei. Aber das wiegt praktisch gar nichts, ist super klein
Und wenn euer Fahrrad einmal umfällt und sich das verbiegt, dann könnt ihr eure Gänge nicht mehr sauber schalten und das ist eine Sache von 20 Minuten, auch wenn man das zum ersten Mal macht. Das ist total schnell ausgewechselt. Und dann seid ihr wieder good to go und so habt ihr dann nicht das Problem, dass während eurer Reise die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert. Die Sonne scheint immer mehr, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Super cool, werde ich jetzt immer dabei haben, hier die Musette, richtig klein, ihr seht sie schon. Und so kann man dann einfach, ohne jetzt extra einen Rucksack mitnehmen zu müssen, am Abend oder auch tagsüber seine Nahrung transportieren. Ist einfach hier so eine Tragetasche. Kauft ihr euch dann was am Abend, wenn ihr dann zum Zeltplatz fahrt und gebt es da rein. Und könnt euch das dann hier so umhängen. Es gibt dann wie so ein 3-Punkt-Gurtsystem oder keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall kann man das hier dann unten noch mal so einklicken. Und dann stört einem das nicht so beim Radeln. Und wenn man dann alles aufgegessen hat oder am nächsten Tag in der Früh, wenn es weitergeht, packt man das einfach wieder so klein zusammen und es stört einem dann auch nicht groß. Was man wahrscheinlich sowieso eigentlich immer dabei haben sollte, Multitool. Gerade ein richtig günstiges, kleines ist gar nicht schlecht. Klar, man muss immer schauen, hat man den richtigen Imbus dann auch passend, weil das bringt ja nichts, wenn ihr dann trotzdem die Steckachse nicht aufmachen könnt. Aber klein, leicht sollte es sein und vor allem immer dabei haben. Machen wir mal weiter, ich habe gar nicht mitgezählt, aber auf jeden Fall hier wichtiges Gadget meiner Meinung nach sollte man auch immer dabei haben. Mikrofaserhandtuch, je nach Ausstattung, groß, klein, mittel. Und es ist einfach nervig, wenn man sowas gar nicht dabei hat, weil so ein bisschen abtrocknen will man sich dann doch. Ich habe euch da meine mal unten in die Beschreibung gegeben. Habe ich zwar selber auch eher selten dabei, aber ich finde, es gehört einfach in die Liste rein. Zum einen hier ein kleines Erste-Hilfe-Set und dazu passend auch die Rettungsdeck. Je nachdem, wo man unterwegs ist und gerade was die Witterungsverhältnisse dann sind, schneit, ist es schlechtes Wetter, ist man irgendwo oben am Berg, so eine Rettungsdecke kann da schon wirklich ein Lifesaver sein. Aber wie schon gesagt, fehlt bei uns leider meistens im Gepäck, aber sollte eigentlich immer dabei sein. Nächstes Gadget braucht ihr natürlich nicht, wenn ihr beispielsweise ein Zelt dabei habt. Das ist hier ein relativ leichter und kleiner Biwaksack. Schläft sich auf jeden Fall deutlich besser drin als in der Rettungsdecke, logischerweise. Habe ich euch unten verlinkt. Ich wollte eigentlich alle Gadgets ans Fahrrad packen, jetzt habe ich aber gerade gemerkt, ich habe was vergessen. Und zwar hier die Schlapfen, wiegen nicht viel, sind aber ein großer Luxus, finde ich, wenn man dann auch mal am Abend oder am Pausetag nicht mit den Radschuhen unterwegs ist, sondern sich einfach diese Dinger hier anziehen kann. Ja, Sandalen, es gibt ja auch so Barfußschuhe, Hauptsache möglichst klein und leicht. Wir hatten auch ein paar Mal normale Sneaker dabei, aber die nehmen schon wirklich richtig viel Platz weg. Kann man dann auch irgendwo so da hinten befestigen, habt ihr bei mir wahrscheinlich eh auch schon mal gesehen. Muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht allzu scheiße aussieht, beziehungsweise dass man die auch nicht verliert. Zum Bikepacken auch unerlässlich ein vernünftiges GPS-Gerät, wo man sich auch schon einigermaßen damit auskennt. Für mich eigentlich ein Must-Have, würde ich sagen, gerade weil man mit der Handy-Navigation zwar auch gut zurechtkommt, man da aber relativ schnell dann auch den Akku leer hat und das ist einfach nervig und gerade der Wahoo beispielsweise, der hält schon wirklich lang. Wobei ich aktuell bei kürzeren Tagesetappen auch sehr gerne den Hammerhead Karoo benutze. Auch super wichtig, auch teilweise tagsüber für mich ein vernünftiges Rücklicht. Ich habe jetzt hier seit kurzem von Magic Shine das Radar, also da erkennt man dann auch auf dem GPS-Computer vorne die Autos, die von hinten kommen. Das ist schon wirklich ein richtiges Luxus-Feature, das ich auch sehr gerne jetzt immer dabei habe. Ansonsten für geniale Akkulaufzeit und auch ziemlich hell die Lupine Rotlicht. Kauft da unbedingt die internationale Version. Die deutsche Version ist, glaube ich, nicht so hell wie die hier. Habe ich jetzt auch nicht im Fahrrad verstauen können, weil es noch original verpackt ist. Hier von Redshift Drop Grip und Top Grip. Das geht beides unter das Lenkerband bzw. an die Dropbars hin. Und macht einfach euren Lenker viel komfortabler, muss man sagen. Die Eva hat da schon länger sehr gute Erfahrungen damit. Ich möchte mir das jetzt auch bald mal ans Gravelbike machen. Und gerade bei Handgelenksproblemen und so weiter ist es ein tolles Upgrade für euer Lenker-Setup. Jetzt gibt es gleich noch mein Sondergadget, was ich euch versprochen habe. Schreibt aber gerne schon mal unten in die Kommentare rein, was in meiner Auflistung vielleicht noch fehlt und auf welches Bikepacking-Gadget ihr auf keinen Fall verzichten wollt. Damit unterstützt ihr übrigens auch den Kanal, genauso wenn ihr ein Like und ein Abo, falls noch nicht geschehen, da lasst. Das letzte Gadget habe ich jetzt nicht in die Liste mit aufgenommen, weil man das eigentlich überhaupt nicht braucht. Aber was so die Funktionen und das Packmaß und das Gewicht angeht, finde ich es dann doch irgendwie ziemlich cool. Und zwar ist es hier meine GoPro 9, die habe ich jetzt seit 2 Jahren hier auch immer dabei und für die Videos benutzt. Ich meine, es kostet natürlich auch Geld, muss man sich überlegen, ob man das wirklich braucht. Aber man kann so halt wirklich toll seine Erinnerungen irgendwie festhalten. Aber gerade irgendwie beim Gravelbiken und während der Fahrt mit der tollen Bildstabilisierung, die GoPro eben hat. Klar, viele Handys machen das auch schon immer besser, aber mit der...
Aber mit der GoPro hier seid ihr da eben einfach schon deutlich professioneller unterwegs. Und ja, wenn ihr jetzt eine längere Reise macht oder vielleicht eure erste Reise und dann immer mal wieder ein bisschen mitfilmt, das sind schon wirklich coole Erinnerungen, muss ich sagen. Ich meine, ich mache das jetzt hier auch hauptsächlich für die YouTube-Videos, aber wenn ich mir dann die alten Videos ab und zu mal anschaue, sind es schon geile Erinnerungen. Und warum solltet ihr die nicht genauso für euch festhalten? Ihr braucht übrigens nicht mal ein Stativ oder so, ihr könnt die wunderbar hier einfach in der Hand halten und einfach noch einen Ersatzakku dazu. Und dann seid ihr eigentlich auch schon ready to go. So, wir haben's. Ich gehe jetzt radeln. Ihr schreibt bitte gerne unten in die Kommentare euren Tipp mit rein. Und ansonsten sehen wir uns wie immer nächsten Sonntag. Bis dahin, gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr. Wieso mache ich eigentlich mit den Händen jetzt hier immer so viel? Naja, egal. Bis dann.